Die waren jetzt aber nicht so die Herausforderung. Muss ich mal so sagen. Okay, wir kommen hier rein. Da kam vorher, glaube ich, nicht rein. Ah! Sie haben alle Kett erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Und Sie haben sie nicht mitgenommen? Ich find's schon. Sie sind noch nicht dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Ach Wir so. gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Bringen Sie sich in Sicherheit. Passen Sie auf sich auf. Ab jetzt übernehmen wir. Die verrückte Blaue wird ihre Teile wohl bei jemand anderem kaufen müssen. Die verrückte Blaue. Wie konnten die... Ach, die wussten gar nicht, dass hier jemand ist. Deswegen. Alles klar, die wussten nicht, dass hier noch einer ist. Sonst hätten sie die Tür schon längst aufgesprengt. Ich wollte schon sagen, Moment, wie kann das sein, dass die noch nicht hier drin waren und umgebracht haben? Die wussten nicht, dass noch jemand da ist. Da hat er geschlafen. Alles klar. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Definitiv. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Lebensfähigkeit hatten. Jetzt, da die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Alles klar, da ist noch ein Behälter. Ich hab gewusst, ihr habt was vergessen. Alles mitnehmen. Natürlich. Ich nehme alles. Da sollen wir sogar hin. Nice, auf dem Schiff. Echt jetzt, Ryder? Wieso nicht? Öffnen. Aha. Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Jetzt können wir wieder etwas aufbauen. Die Zeiten, in denen wir nur Altes wiederverwertet haben, sind vorbei. Ab jetzt können wir auch wieder etwas aufbauen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Alles klar, es wurde erst benutzt vor kurzem. Was haben wir hier alles? Alles nehmen, ich schau gar nicht groß drauf. Könnte auch eine Bombe drin sein, aber egal. Ja. Ich lese mir das gar nicht alles durch, ehrlich gesagt. Sieht man vielleicht. Das scheint wertvoll zu sein. Ah. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Wir haben ein Ausrufezeichen. Das müsste hier sein. Hä? Hier drin?
ist denn da? Sonderanforderung. Geländegängiger Späh-Rover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Die Initiative hat davon nur ein paar gebaut. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Da unten. Anscheinend suchen die für uns. Das ist schön. Ja, hier ist viel Platz. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Oh. Das wollte ich gar nicht. Aber... Na, Mist. Terminal natürlich auf der anderen. Die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Hallo? Okay. Jetzt müssten wir eigentlich den Code haben. Ich weiß es nicht. Ich konnte da irgendwie nichts wirklich machen. Und ich frage mich immer noch, wann wir den roten Anzug bekommen. Wie klein ist der? Nice! Alter! Nice! Jetzt auch noch Auto fahren. Naja, Rover. Fahrzeug betreten. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Also das, boah, das ist ungewohnt. Nein. Oh, das ist ungewohnt. Oh. Wo müssen wir hin? Geronimo! Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Nein! Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Ich dachte, das Ding hält das aus. Was ist denn los? Wo müssen wir denn hin? Hui! Hä, was sollen wir anfordern? Aua! Aber die Strahlenbelastung kann es doch egal sein, oder? Wir müssen doch da hoch, ja? Ich kriege keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Mach ich doch! Okay, wie mache ich das jetzt? Oh, Alter! Oh, die Kamera! Wie komme ich hier sofort rauf?
muss ich erst noch verstehen. What the fuck? Was ist das? Die Strahlung macht uns nichts. Nein! Wir müssen hier mit dem hin. Wie schön der runtertapst, das finde ich gut. Nein, 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 das ist nicht gut. Boah, Alter. Ich probier's mal mit Schwung. Pass mal auf. Eine Strahlenbelastung über den normalen Wert. Hä, wie soll denn das gehen? Ich will nicht aussteigen. Hä? Ich verstehe das nicht. Nein! Zum richtigen Zeitpunkt muss ich den anschalten. Ah, Mann! Pass auf. Ich lasse den mal ganz aufladen. Mann, Alter! Pass auf! Nein! Nein, 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 nein! Okay, pass auf! Mit Schwung! Das kann doch nicht wahr sein! Da nicht hoch, verdammt, was soll das? Es kann doch nicht wahr sein. Ich komme da nicht hoch. Hä? Dass man da sowas Kompliziertes einbauen muss. Geh doch da wieder hoch! Alter! Das funktioniert so nicht. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Das funktioniert so ganz und gar nicht. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Wie soll denn das gehen, verdammt? Oh! Lloyd! Nein! Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Merkt man vielleicht? Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Schön! Weißt du was? Sind im Steigflug. Was habe ich jetzt gemacht? Atmosphärenaustritt erfolgt. Was habe ich jetzt gemacht? What?
Oh nein! Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden. Wir sind noch gar nicht fertig. Benutzen. Ja. Ja. Gruppenmitglied 1, 2, ja. Ich kann nur die 2 wählen. Nein, ich kann sie wählen. Jetzt pass mal auf, dann mache ich das so. Jawohl. Bestätigen. Leite Sinkflug ein. Das kennen wir ja schon. Die Werte passen. Alles ruhig. Mhm. Jawohl. Das kennen wir schon. Ich habe ihn mal ersetzt. Er ist immer so nervig. Spawnen die jetzt, oder? Wir müssen da hinten hin, aber erstmal müssen wir dazu wieder zum Auto. Das müsste da hinten stehen. Oh Mann. Das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Wenn er hier hinten überhaupt steht. Nee, oder? Ich hoffe, wir haben den schon... Das Ding steht, ja. Normalerweise müsste das Auto... Wo war das? Hä, wo war denn das Auto? Lauf doch mal über den Stein drüber. Hä? Ja, aber... Wo ist das Auto jetzt? Das könnte gerade ein bisschen peinlich sein. Jetzt geh doch mal über den Stein drüber, Mensch. Wo war denn der? Da war der Container, ja. Hier war der Container. Den haben wir aufgemacht. Das Auto ist weg. Das Auto ist einfach weg. Leute.